Nee, da oben kann ich spawnen. Hatte mir gerade gedacht, vielleicht haben wir hier irgendwo einen Zwischenraum, aber nö. Ja, doch. Kann man lassen, ne? Sieht so halbwegs symmetrisch aus auf allen Seiten. Dann wird das der Grundstein unseres Turms. Well, ich wollte eigentlich die Treppe runter, aber naja. So geht das halt schneller. Jetzt müssen wir hier noch fix die Erde ein bisschen rausklatschen. Denn das Innere hier drin wird mit Obsidian gefüllt. Wird schon wieder Nacht, wa? Dann würde ich sagen, eilen wir doch mal ganz fix noch ins Bettchen. Creeper sind zwar ganz gut, wenn sie uns ein bisschen die Arbeit erleichtern, aber muss ja nicht immer sein, ne? Gute Nacht. Na du? Gute Nacht. Schnarch. Aber jetzt, gute... Was ist denn jetzt gute Nacht? So, guten Morgen. Wolfman sieht einfach so strange aus. Ich bin mal gespannt, wann das nächste Update erscheint. Weil momentan ist er ja irgendwie Vollgas drüber. Also es gab ja hier recht viele Neuerungen. Also das Pferd, die Sättel, gesattelte Schweine, die Hühner, die Hunde und lauter Zeug. Also ist krass. Die Blumen, genau. Die darf man natürlich auch nicht vergessen. Freue ich mich natürlich immer über Updates. So, ich muss mal wieder ein klein wenig im Voraus aufnehmen, denn es kommt wieder eine 2,5 Wochen Abwesenheit von mir. Und ja, es ist einfach... Momentan ist mein Job einfach viel zu fordernd irgendwie. Deshalb, ja, jetzt wieder ein bisschen im Voraus aufnehmen, aber danach ist erstmal Sense mit Ich verkrüme mich. Hoffe ich doch zumindest. So, wir haben das Obsidian mitgenommen, ne? Sehr schön. Dann fülle ich das jetzt hier schon mal ein bisschen aus. Zumindest erstmal die Ränder. Denn wir müssen ja dann quasi auch noch... Huch. Ach du Heimatland, ich hoffe mal, wir müssen jetzt dann nicht noch Obsidian farmen gehen. So. Aber dann nehmen wir... Nein! Dann nehmen wir uns dann einfach hier so eine Effizienz... Hacke mit, denn dann geht das relativ fix und ja, wir müssen definitiv Obsidian farmen gehen. Guck dir mal den Verbrauch an. Gut, Freunde, wir müssen. So leid es mir tut. Aber naja, dann kann man ja zumindest nochmal über ein bisschen was labern. Ein Wassereimer haben wir mit, sehr schön. Schwert haben wir auch noch einen Ersatz dabei, das ist auch gut. Ah, das schön sortierte Farblager. Die nicht. Effizienz 5. Die sollte eigentlich relativ zügig gehen. Wir haben noch genügend zu futtern mit dabei. Dann schauen wir mal. Wo gehen wir da am besten hin? Ich glaube, links rum, hä? Dann farmen wir uns mal noch schnell ein paar Stacks. Ich hoffe mal, ich finde auf Anhieb so eine Lava-Fläche. Beziehungsweise eine von uns schon gelöschte Lava-Fläche. Hier müssen wir vielleicht auch irgendwann mal weitermachen. Baustellen über Baustellen hier. Zu krass. So, und nee, ich wechsle jetzt nicht die Playlist extra, weil wir... Schnauze. Weil wir hier jetzt Obsidian farmen gehen. Das mache ich vielleicht auf einer Höhlentour. Denn meine Darkliste, die habe ich ja separat irgendwo. Und ich habe jetzt hier noch kein Knöpfchen für einen Playlistwechsel. Ach, hier, gucke. Hier können wir doch mal eben fix... Sollte ja schnell gehen. Warte, vielleicht noch ein bisschen Licht. Ja, ich habe noch keinen Knopf für einen Playlistwechsel. Aber wenn ich dann mal einen habe, dann können wir dann auch mit der Playlist immer wieder mal switchen, wenn wir dann spontan mal auf eine Höhentour gehen sollten. Hey, hier geblieben, nicht abtreiben. Aber jetzt gibt es halt nettes Orgelgedudel irgendwie, ne? Ist doch auch schon was wert. Ach ja, ich habe ja meine Playlist jetzt ein klein wenig erweitert. Die Dark, also die Höhlen- und Nether-Sounds, genauso wie die Tages-Sounds, hat man ja, denke ich mal, in den letzten Aufnahmen schon ein klein wenig mitbekommen.
So, pass mal, Obacht. Jetzt machen wir hier einmal ein bisschen Wasser rein. Und dann geht das weiter. Tja, wo ich denn farmen gehe, wenn ich das hier jetzt abgegrast habe, ist die gute Frage, ne? Zur Not, wir haben eine ganze Hölle voll mit Lava. Müssen wir uns halt ein paar Eimer voll holen. Das ist halt zeitaufwendig wie Sau. Aber ich denke mal nicht so zeitaufwendig, als wenn ich jetzt hier erstmal irgendwo stundenlang in der Höhle umhereier und Lava suche und dann von x-tausend Ressourcen abgelenkt werde. So. So, warte mal, das machen wir jetzt mal hier oben rein. Wieso das Wasser jetzt nicht in alle Richtungen geht, ist natürlich fraglich, ne? Guck mal her da. Wie fahren wir denn schon? 24 geht doch recht zügig. Oh. Kacke. Gib mir schnell... Hinfort! Was an Hinfort hast du jetzt nicht verstanden, so? Na komm, komm! So, da... shit! Schnell Wasser, ich brenne! So, schauen wir uns mal schnell da oben ein wenig um. Okay. Memo an mich. Loch stopfen, bevor wir uns von hier verkrümeln. Oh yeah. Schön. Lavafläche. Und Eisen. So. Oh, ist das dunkel? So, dann machen wir mal weiter, nicht wahr? Bin ich ja schon mal beruhigt, dass wir genug Lava hier haben. So, gib mir mal meinen Eimer zurück. Mein Wasser, nicht meinen Eimer. Meinen Eimer habe ich ja hier. So, was gibt es denn eigentlich zu erzählen? Da rede ich erst einen hier von. Ja, da können wir ein bisschen labern. Und dann laber ich nichts. Ich bin ja gespannt hier beim Opa Zeron. Da war ich ja mal zu Besuch. Vor einiger Zeit. Und da hatte er ja gesagt, er würde mich mitnehmen zur Jagd auf den schwarzen Drachen. Bin ich mal gespannt, wann es denn sein wird und ob er mich mit einlädt. Also Spaß wird es mir bestimmt machen. Und vor allem, ich habe mir den Netherdrachen mal in diesem Texturenpack hier angeguckt. Der schaut ja echt mal geil aus. Das sieht aus wie, also für die, die WoW kennen, dieser Netherdrache, den man in Karazhan besiegt. So einen leichten Hauch hat er davon, bloß sind halt da mehr Knochen in dem Drachen mit verbaut. So, wie schaut denn das hier hinter aus? Ja, da sind ein paar Knochen in dem Drachen mit verbaut, dass das halt alles ein bisschen, ja, dummiger aussieht, sag ich mal. Blödes Wort, aber ist halt so, ne? Hier geht das weiter mit dem Lavasee. Ja, hallo! Schön. So, dann machen wir hier mal fix ein auf Lösch. Dann machen wir hier ein Löchlein und kippen da unseren Stuff inne. So, und dann können wir, denke ich mal, auch dann in Bälde schon wieder zurückgehen. Und den Turm unten weiter auskleiden, denn wir müssen ja nicht die komplette Fläche auskleiden. Wir haben ja da auch noch das ein oder andere Fleckchen, wo ein paar Säulen und so weiter hin sollen. Und ich habe mich dazu entschlossen, die... Oh, Kacke. Sekunde, wird gleich wieder hell. Und nicht nur kurzfristig, sondern auf Dauer so. Dass ich die nicht... Wo war ich denn jetzt? Ach genau, bei den Säulen. Dass ich mit den Steinstufen, wir haben ja diese nette Säulentextur bei uns im Texturenpack, dass ich die quasi mit dieser Textur mache. Also nicht mit dieser Textur, sondern mit den Steinstufen. So, um da mal endlich auf den Punkt zu kommen. Junge, da geht's noch weiter mit Lava. So, gib mir mal mein Wasser wieder und dann schauen wir mal. 61, naja, komm. Bisschen was geht noch, vor allem das Eisen hier geht noch. So, da ist noch mehr Eisen.
Und noch mehr Eisen. So, aber ich glaube, das war's jetzt, oder? Ja. So, hier können wir dann wieder Wasser einkippen und dann holen wir uns noch ein bisschen was. Also das war so krass viel Obsidian brauchen, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, mit dem Stack kommen wir da locker hin. Darum habe ich ja auch nur einen Stack gesammelt, als wir das letzte Mal hier waren. So, naja. Jetzt knapp eine Folge hier mit Obsidian sammeln verbracht. Wow, das ist hier spannend ohne Ende. So, was haben wir denn überhaupt an Leveln? 13. Ja, jetzt ist die Frage. Na okay, die 1.8er, die soll ja eh erst irgendwann nicht... Mai war, glaube ich, die letzte Info. Dass die da erst kommen soll. Weil ich war am Überlegen, ob ich mir vielleicht die Level ein bisschen ausspare, dass wir dann sehen, was wir als Verzauberung bekommen. Aber jetzt dann bis Mai warten? Nee. Da verzaubern wir vielleicht noch eine Schaufel, eine Diamantschaufel oder sowas. Und wir könnten ja demnächst irgendwann mal wieder auf eine Diamantenhatz gehen. Würde auf jeden Fall Spaß machen. Also ich persönlich bin ja gerne so unterirdisch unterwegs, um Sachen zu farmen und so weiter. Kennt man ja. Also diejenigen unter euch, die hier schon länger zugucken, wissen das ja. So, aber jetzt wird es, glaube ich, dann auch langsam knapp, genau, mit dem Wasser. Gib mal her da. So, jetzt haben wir über einen Stack und wir eilen zurück. So, zur Not wissen wir ja, hier haben wir noch jede Menge Lava, die wir dann verwursten können. So, unsere Zwillingselemente, da... Was ist das denn? Mini-Zombie auf Huhn? Was ist denn mit dir nicht richtig? Oh, großer Zombie! Und Spion. Ja, ich hatte mir auch mal überlegt, noch ein Zombie. Ob ich denn nicht nur mit meiner... Oh, Level 15... Nicht nur mit meiner Anwesenheit, sondern vielleicht auch produktiv. Oh, es wird, glaube ich, Nacht. Wo war das? Emeraldien im Dreielbenland. Ob ich da vielleicht produktiv noch irgendwie mit beiseite stehen soll. Also siehe mit, ja, Pfeilproduktion, Bogenproduktion oder sowas. Da muss ich mal hier dem... Upsa, jetzt bin ich ans Mikro gestoßen, pardon. Dem guten Opa Zeron einmal eine Nachricht schreiben. Ob er denn noch irgendwas benötigt. So, und wir gehen pennen. Gute Nacht. So, guten Morgen. Halt, keine Erde, Obsidian. Boah, ich mag ja diese Bitmucke, die da im Hintergrund läuft. Stehe ich ja total drauf auf sowas. Erinnert mich so. Ha, was willst du denn hier? Geh weg. Spinnenseite? Nee. Wie schaut's mit dir aus? Spinnenseite? Auch nicht. Nom 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 nom. Ja, so schnell geht das. So. Ah nein, beim Creeper, da halten wir uns ein bisschen Abstand. Könnten hier dann mal schnell ein paar Kakteen abfarmen und dann noch mehr anpflanzen. Kakteen immer an unterster Stelle abschlagen, damit der Kaktus nicht verloren geht. So, 5, 1. Na gut, hin drauf. Hin drauf, was ist das für ein Wort? Habe ich gerade erfunden? Copyright. Oh Mann. Ich habe mir schon so oft gedacht, kann man sich vielleicht Polizei, also den Namen Polizei, beziehungsweise den Schriftzug, der auf den Autos ist und so weiter, rechtlich schützen lassen? Ich denke mal, dadurch, dass halt eine staatliche Einrichtung ist, kann man das nicht, aber wäre mal interessant. Da kannst du ja quasi einen Staat so vor die Wahl stellen, so entweder, yo, entweder zahlt ihr mir, keine Ahnung, pro Polizeiauto und pro Polizeijacke und so weiter, zahlt ihr mal einfach hier, keine Ahnung, 100 Öcken oder was. Und dann könnt ihr das benutzen auf einen zeitlichen Zeitraum. Wo ist denn der zweite? Da war doch noch einer, oder haben wir den schon wieder abgeschlagen? Hören wie ein Seier habe ich. So, jetzt warte mal, wenn wir jetzt... Gib mir mal die hier. Versuch gerade nur mal was. Oh. Ach kacke, was mache ich denn? Ich muss doch natürlich hier dann unten drunter das Ding wegschlagen.